1914 veröffentlichte Captain J. Nazercliffe Yatsum in seinem Buch Knot and Splices diesen Verbindungsknoten. Er nannte ihn den doppelten Trossenstieg, Double Carrick Bend. Um haltbar zu bleiben, muss er gebenzelt werden, also hier mit zum Beispiel einfachem Darklink. Dann wird es ein sehr sicherer, guter, dauerhafter Verbindungsknoten. Doppelter Trossenstieg. In die eine Leine beginnen wir mit einem Unterhandauge gegen den Uhrzeigersinn. Mit der anderen Leine gehen wir von unten durch das Auge und turnen die Leine zweimal um diese beiden Parts. Einmal, zweimal. Und führen es über die beiden Parten aus dem Auge heraus. Dann holen wir den Knoten dicht. Wir benzeln ihn dann hier und hier und haben so unseren doppelten Trossenstieg.